Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Dark and Light. Mit dabei der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Matze. Servus. Der Bomber. Bibi. Der Kimun. Hallo. Der Skipper. Moin. Und der Wegi. Wegi? Oh Mann, ey. Yeah. Ihr versaut selbst die Ansage, weißt du? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Dark and Light. Und mit dabei der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Matze. Hallo, servus. Der Bomber. Moin. Der Kimun. Hallo. Der Skipper. Moin. Und der Vigi. Hallo. Und genau, bevor ich alles weitere erkläre, suchen wir uns erstmal einen Charakter aus, eine Rasse. Und zwar entweder die Menschen, die Elfen oder die Zwerge. Und wir haben uns für die Elfen entschieden, einfach weil das unserem Spot, wo wir hinwollen, am nächsten kommt. Warum Spot? Wir wollen ein kleines Dorf bauen und dabei das Spiel so ein bisschen kennenlernen. Die anderen kennen das schon, Gabax und ich noch nicht. Und deswegen, ja, werden wir viel, viel zu lernen haben. Das Spiel kam am 20.07. raus. Ist von Snail Games. Vielen Dank nochmal für den Key. Und ja, wir erstellen erstmal eine Elfin. Mit 1000 verschiedenen Sachen, die man hier einstellen kann. Elfin? Oder meinst du Elfe? Eine Elfin? Keine Ahnung. Wie heißt denn eine weibliche Elfin? Elfe. Eine Elfe. Ja, eine Elfe. Und wie heißt denn der Mann? Luda. Elf. Luda. Elf, ja, okay. So, ich finde die eigentlich so ganz cool schon. Warte mal, mach mal zufällig, da kommt eh immer. So bei zufällig kommt eh immer, guck mal, da kommt immer die gleiche, das ist voll beschiss. Okay, die Haare. Aber die Beine mache ich nicht so lang, die sind übelst lang. Die Haare lassen wir, Haarfarbe, die kriegt pink oder rosa oder lila, nennt's wie ihr wollt. Augen wollte ich noch machen, warte mal, Augen da. Augen, Augenfarbe, nee. Auch lila. So. Haare da. Und Körper, ja, obwohl. Lila, lol. Lila. Fußgröße, die kriegt kleine Füße, die hat Schuhgröße so 20. So. Ja, so, weiße Haare. Okay, obwohl, warte, ich habe doch meine schon eingestellt. Da, Elfin. kann man die nicht laden? Doch, kann man. Alter? Ja, kannst Template speichern. Ja, aber ich. Ja, Queen, aber ich kann nur umbenennen. Laden. Ich kann nur umbenennen. Du klickst es an und dann auf Template. Dann erst oben ganz klein steht der Name drin. Das einfach. Ah, okay. Ja, ja, aber dann, wie lädst du das? Achso, das ja, macht perfekt. Er automatisch. Du musst, okay. Ja, du musst auf Template drücken und dann auf den Namen. Und dann hast alles du die klar. Alte wieder. Perfekt. Genau. Die Alte. Weil wir ja viele, viele männliche Zuschauer haben. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Natürlich für die Kerle. Man kann natürlich auch Brustgröße einstellen. Brusthöhe, wenn man damit hin und her wackelt, sieht sehr lustig aus. und auseinander kann man die auch machen. Aber so, genug dafür. Name. Chrissy. So, speichern. Ab geht er. Gabax. Und wir spawnen natürlich in der Elfenstadt. Nicht wundern, das Spiel ist Early Access. Ja, ihr seht schon, es ruckelt etwas. Ich werde mich auch sofort kurz mal umgucken. Also Gabax, ich habe wirklich mehr FPS. Ja, krass. Sag ich doch. Also, ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr auf DirectX 10 umstellt. Super. Gleich mal, ja, 10 FPS mehr. So, das ist wie gesagt die Elfenstadt. Lasst uns mal DirectX 10 umstellen, ne? Ja. Was habe ich jetzt gesagt? 11, glaube ich, oder? Keine Ahnung. 10. Nee, alles klar. Also wo mussten wir jetzt eigentlich lang? Hier lang. Hier, follow me. Ja, stimmt, über die Brücke. Genau, wir gehen mal ganz schnell raus aus der Stadt, denn die frisst ganz schön Ressourcen und man hat wenig FPS, wenn man rauskommt. Sieht natürlich jetzt ein bisschen mehr aus wie Banane hier, aber ist auf jeden Fall flüssiger. Oh, jetzt leckt es zum Beispiel, wenn man rausgeht. Genau, Spiel ist Early Access, kam am 20.06. raus. Man muss dazu sagen, es ist ein Tochterunternehmen von Wildcard, also den Entwicklern von Ark. Sieht man sofort, wenn ihr links guckt, bei Harvesting, da steht auch, wenn man I drückt, also Inventar, steht Ark Inventory. Also es ist wirklich eigentlich ein Ark-Abklatsch. Aber ich finde es nicht schlimm, weil es ist trotzdem geil. Es ist zwar ohne Dinos und dafür mit Monstern.
Aber es macht sehr viel Spaß. Ich habe ehrlich gesagt erst einen Bogen drum gemacht, weil es nicht so cool aussah. Ich habe es mir im Internet angeguckt. Und dann habe ich selber gespielt und war doch ein bisschen geflasht. Und ja, wir spielen auf dem Server von G-Portal. Vielen, vielen Dank nochmal. Der wird gesponsert von G-Portal. Wer einen Server möchte, guckt mal bei G-Portal vorbei. Lege ich Hand für uns Feuer wieder mal. Sehr gute Server. Und das sage ich nicht nur, weil der gesponsert wird, sondern weil die wirklich gut laufen. Und super Support. So viel an der Stelle. Link in der Beschreibung und wir legen los. Ziel wird es sein, wie gesagt, wir werden uns jetzt ein bisschen Power leveln. Und Sättel brauchen wir für Schweine, habt ihr gesagt. Ja. Und genau, dann gucken wir mal. Das war dann Feuerkreis. Lass uns mal einladen, genau, lass uns mal einladen hier. Komm, kommt mal zu mir bitte kurz. Ich bin mal im Feuerkreis und warte dort. Wir haben wie gesagt vor, wir werden ins Landesinnere gehen, gehe ich davon aus, das Landesinnere, sonst würdet ihr kein Schwein benötigen, um da hinzukommen. Und werden, Alter, das ist ein Schwein! Und werden ein Dorf bauen, einfach damit wir auch ein bisschen eine kleine Challenge haben für uns selbst und weil es schick aussieht. Skabax, die habe ich noch nicht. Ja, zack. Moment. So. Und werden das halt so ein bisschen erklären alles. Es ist ein bisschen viel am Anfang, aber mein Schwein, wir kriegen weg. Das hin. Hab ich jetzt alle? Gar nichts. Weiß überhaupt nichts. Hab ich jetzt alles? Habe da. Also mich hast du nicht. Ich nur noch. Tschüss. Ja. Ich warte am Feuerkreis auf euch. Genau, das ist halt genauso einladen wie bei Ark in den Tribe. Zack. Wo ist denn hier ein Feuerkreis? Ach, da hinten ja, ist. Ja, einfach die Straße. Voll. Das lila ne da. Das ist ein Elite-Goblin tot. So, da geht die Sonne auf. Sehr schön. Genau, ich zeige euch kurz das Inventar. Ach, die geht unter. Inventar, links haben wir unseren Charakter, da können wir auch leveln. Kabax, du zeigst das auch, oder? Ja, ich zeig's. Links kann man leveln, ich mache erstmal Gewicht. Und ich mache Attack. Und rechts, in der Mitte, was wir im Rucksack haben, sozusagen in unserem imaginären Inventar. Und rechts, was wir craften können. Wir machen gleich mal die Axt. So, und ähnlich wie bei A, klar, steigt man hier Level. Unten links sehen wir das. Aber hier ist es so geregelt, man muss Sachen wiederholen. Sprich, wenn ich 10-mal einen Baum fälle, dann steigt mein Baumfäller-Skill, dann schalte ich neue Sachen frei. Wenn ich 10-mal Holz hole, Stein hole, dann steigt mein, Steinmetz, so heißt das, Steinmetz-Skill, kriege ich wieder Sachen freigeschalten. Wenn ich Bären pflücke 10-mal, 10 ist natürlich nur eine fiktive Zahl, man muss es halt wahrscheinlich öfter machen, so steigt halt der Skill. Ich hoffe, ihr habt es so ein bisschen verstanden. Ich zeige euch das gleich mal, wenn ich mit der Axt auf den Baum haue, dann müsstet ihr das unten links sehen. Das ist quasi Learning by Doing. Immer das, was man macht, skillt man auch und nicht mehr wie bei Ark. Dass du, egal was du machst, kannst du aber alles skillen. Genau, wir hauen mal gegen den Baum. Genau, unten links Stuffs, das steigt halt. Bumm, hab ein Level aufgestiegen. Rank 1. Ich skille gerade Range Crafting. ETF. Ja. Genau, wir haben das natürlich ein bisschen höher gestellt auf dem Server, die Farmeinstellung. Ein bisschen ist gut, also schon ein bisschen angehoben. Einfach um euch viel zu zeigen, um euch schnell was zu zeigen. Kein Mensch will sehen, wie wir 10 Minuten auf dem Baum rumhacken. Ich zumindest nicht. Schade. Und so, machen wir noch das Schwert auch noch, den Stab. Wenn es dunkel wird. Achso, geht schon. Okay. Wenn es dunkel wird. Was kannst du alles? Wenn es dunkel wird, dann zeigen wir euch auch gleich mal die schöne Elfe. Die sieht nämlich ganz hübsch aus. Haben sie gut gemacht, finde ich. So, den Stab. Komm mal zu den Lagerfeuern, die sind übelst hell. Ist das bei dir auch so? Wo bist du? Da hinten. Ihr seid alle schon wieder voll vorgelaufen. Ich bin überladen. Ist ja klar, bei den Zaubereinstellungen. Wegschmeißen wir auf D. So. Mal gucken, ich muss mal kurz in die Option rein, mal gucken, ob ich das nochmal runterstellen kann. Aber ich finde, wie gesagt, die Grafik auch okay. Also die ist noch nicht perfekt, aber es ist auch Early Access. Ich will nur daran erinnern, wie Ark war, wo es frisch rauskam. Man kann hier auch alle möglichen Monster kann man zähmen und dann reiten. Also wahrscheinlich nicht alle, so ein Goblin und so ein Hasen und so wird man nicht reiten können. Aber es gibt dann auch noch Drachen und Wyvern und Eisdrachen und was gibt es noch alles? Was? Kann das Best Tyree zeigen. Was kann ich zeigen? Das Kreaturen-Dossier quasi. Und dann kannst du ganz rechts, da kannst du alle zeigen. Wo denn hier Kreaturen? Genau, manches ist Deutsch, manches ist Englisch. Genau, guck mal, was es alles für Monster gibt. Hier haben wir schon so einen scheiß Goblin. Den werdet ihr bestimmt auch gleich sehen. Ich hasse die Viecher, die betäuben und klauen euch einfach alles. Oh, ein Einhorn! Ich möchte ein pinkes Einhorn haben. Ja, die kann man alle zähmen, die gibt's aktuell. Ich gehe davon aus, dadurch, dass das Spiel auch bei der Community und so weiter so gut ankommt, werden die wahrscheinlich auch sehr viel in nächster Zeit patchen, hoffe ich zumindest. Verlange ich. Patches schon. Boah, was ist das? Worden. Was ist denn das hier? Was? Hier ist so eine Geisterelfe. Oh, lass die bloß in Ruhe. Was?
Warte mal, ich muss mich noch einladen, Chris. Ich muss mal hier die Elfe nehmen, dann seht ihr das gleich mal. Das ist sozusagen wie die Fackel, dann sieht man mehr. Aber wir haben schon ein bisschen an Gamma gedreht. Hier, guck mal, die Elfe, voll cool. Ist die gefährlich? Ja. Nö, die macht nichts. Die macht nichts. Nö, geh mal hin und schau sie dir von nahen an. Mach ich gerade. Die nicht gefährlich ist. Die ist auch nur Level 10, glaube ich. Ja, solange die nicht angreift, macht die nichts. Los, berühr sie mal. Nee, das lasse ich lieber. So, komm, wir gehen. Okay. Don't touch the boobs of the 11. Ja. genau, ihr macht jetzt Feuer wegen Asche, wa? Damit wir Pfeile machen können. Ja. So, ich muss mal gucken. Ich kann auch schon den Zauber. Trying Spell. Training Spell. Den brauchen wir auch. Muss ich noch einladen, Chris. Warte mal, den brauchen wir. Muss ich irgendwo hinziehen? Ah, hier unten links hinziehen und dann habe ich den automatisch auf den Stab angewandt. Ja, da ist der Matze. Zack. Bam. So. Ja. Haus Rank 1. Boah, Gildenarbeitsbank. Habt ihr jetzt alle Steine geklaut, ihr Schweine? Oh, mit der Faust gegen den Baum gehauen. So, wir gucken mal. Auf jeden Fall brauche ich noch Rattan. Zufällig Rad wäre halt. Manche Sachen sind. Zufällig, ja. Manche Sachen sind deutsch, manche sind englisch. Alter. Hast du Schein schon weg? Hyde ist in der Kiste, in der rechten. Ah, danke, war nur so ein bisschen. So, okay. Ach ne, Ranged, ich will einfach nur Ranged hochkriegen. Kriege ich ja durch, ja. Muss man denn irgendwas auch manuell skillen oder ist alles automatisch? Boah, ist das hell, das Feuer ist ja richtig hell. Du hast im Inventar halt diese Combat Stats und Survival Stats. Genau. Bei jedem von den beiden einen Punkt reinsetzen. Level up. Gewicht auf jeden Fall. Oh, wir haben viele Level. Was gebt ihr euch noch? Gesundheit oder Attack? Oder Mana? Ich mache immer ja Leben und Gewicht am Anfang. Ja, genau. Mana-Aushalter. So, bei Skills, Gabax, kannst du mal gucken? Ja, bin ich gerade. Da, wenn du da eins anklickst, dann siehst du rechts oben unter, was man braucht, ne? Unter den Dings, was man da machen kann, um das halt zu kriegen. Und dann, was man mit den Skills halt im nächsten Rank freischaltet. Das finde ich eigentlich ganz übersichtlich. Aber das muss man nicht irgendwie manuell anklicken, um es freizuschalten, sondern geht dann automatisch. Musst du einfach immer nur machen. Zum Beispiel, wenn da jetzt steht, zum Beispiel gehen wir auf Nahkampf. Nahkampf, ja. Und dann Gather Stones. Und wenn du das die ganze Zeit machst oder Handwerk, dann kriegst du halt, ja, steigst du das die Ranking Sichel, und dann, genau, kriegst du als nächstes Rank die Sichel. 12. Dann, ja, das finde ich eigentlich ganz übersichtlich. Finde ich ganz cool, dass man überall gucken kann, was man so machen kann. Was mir der Matze gestern gezeigt hat, bei Architektur. Gabax? Ja, warte. Dann, Architektur. Also ganz rechts halt. Da kannst du zum Beispiel dann auch von den Elfen und von den Zwergen und so die ganzen Bauteile lernen. Finde ich auch ganz geil eigentlich. Das heißt, wenn du trotzdem Elf bist, kannst du trotzdem die Sachen von Zwergen bauen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz nice. Verdammt teuer. Ja, das glaube ich auch. Das ist so richtiges Endgame-Content. Da macht man wenigstens was, worauf man sich freuen kann. Boah, natürlich. So. Beastmaster, kann man auch Beast Magic. Genau, und bei Task, da kannst du auch nochmal irgendwie alles nachlesen. Keine Ahnung, das sind so die ganzen Quests, die man hat, weil irgendwann bleiben die Quests links stehen. Das ist noch ein bisschen buggy. So, okay, Inventar. Was craften wir als nächstes? Ah, wir können schon Häuser und so, Wurfmesser. Wir machen uns gleich mal ein paar. So. Zack. Ansonsten kann man hier auch alles ganz normal noch mit den Fäusten wieder farmen, ne? Ja. Ja. Ganz normaler mit dem Stab? Hast du den Stab schon gemacht? Ja. Und auch diesen ersten Spruch, diesen Training. Wie mach ich das denn? Spell? Dieser, wo die 1 steht. Draufziehen oder was? Nee, den ziehst du unter deinen Charakter ganz links bei Spell. Leute, hört mal eben. Kommt mal eben alle zum Feuerkreis, wenn ihr eben könnt, dann kann ich euch zeigen, welches Erz ihr abbauen. Also was Erz ist. Weil hier ist ein Kupferding. Objekt herstellen? Achso. Ich bin der mit der Lederrüstung. So. Beziehungsweise Robe. Und dann? Kann ich damit irgendwas machen? Ja, genau. Da kannst du jetzt zu Bäumen oder zu Steinen gehen und mit Rechtsklick die sozusagen wie bei Citadel abfarmen. Ne, Quatsch, mit Linksklick logischerweise. Und dann kriegst du diese magischen Trümmer oder je nachdem, wie die bei dir heißen. Die brauchst du halt auch mehr oder weniger oft. Okay, sehe ich das gerade richtig, dass meine Rüstung hochgeht dadurch? Ach, Alter, was skillt man dadurch alles? Voll gut. Aber übel. Strawwork habe ich jetzt. Geil. Stimmt, ey, mach mal echt. Stimmt, Rüstung geht voll hoch. Alles Mögliche geht damit hoch.
Ja, dann sammeln wir gleich Existenz, mal. Existenz, Nebenhand, Alter. Sechs Sachen. Der rot direkt mal Band da oben, ey. Jetzt stell dich mich hier die ganze Zeit an so einen Baum und Skill. Das ist doch super. Aber guck mal, bei Steinen zum Beispiel nicht. Nur bei Bäumen. Ich hab's jetzt nämlich bei Stein probiert, nur bei den Bäumen. Komm, Rüstung will ich jetzt noch schnell hochmachen. Und links, wenn ihr nicht wisst, von was wir reden. Ich bin sowas von überladen. Yeah, Rüstung ist fertig. Es gibt einen Zauber, womit du das Gewicht für ein paar Minuten erleichtern kannst. Dann kannst du noch mehr tragen. Okay. Ja, wir spielen ja, aktuell zu siebt. Da sieht man auch schon wieder gut Bäume weg. Gucken wir mal, wie man mit der Respawn-Zeit noch irgendwie was machen können. So, als nächstes brauche ich... Oh, Leder und so ein Scheiß. Ich würde mir gerne mal noch... paar Wurfmesser machen. Hier ist nur Feuermagie an den Steinen. Dicker Feuermagie. Stein. Ja, wegen Sulfur, was du farmst. So. Also hängt das immer an den Ressourcen, oder was? Ja, steht ja zum Beispiel, wenn du auf die Skills gehst und dann ja die einzelnen Kategorien anschaust, heißt ja dann, was du machen musst, um die zu erhöhen, immer oben. Ja, ah, jetzt habe ich eine neue Rune. Okay. Zum Beispiel Feuermagic musst du Sulfur machen oder Feuermagie allgemein Sachen craften. Für Wasser musst du zum Beispiel Früchte ernten. Also wahrscheinlich Beeren oder so. Ich bin überladen. Genau, Gabax, wenn du mit dem Mauszeiger über den Ressourcen gehst und die wegschmeißen möchtest, immer auf D drücken, dann haut er die automatisch raus. Wenn ich was mache, bitte? Wenn du mit der Maus über irgendeinen Inventarplatz gehst, was du wegschmeißen willst, dann ja, finde ich ganz hilfreich. Ah nein, Dings würde ich eigentlich nicht wegschmeißen. Ich hab jetzt gerade... Wie kann ich denn... Ich hab jetzt auf die 5 ein Feuer gezogen. So, komm her, Hase. Kann ich das denn jetzt irgendwie... Warte, wie konnte ich wegwerfen? Mit Rechtsklick, wa? D. Nee, also hier mein Wurfmesser, ja, mit D. Ach so. Aber hier, das ist ein bisschen buggy. Ihr seht jetzt einen riesengroßen grafischen Holz. Ein Wurfmesser. Das ist ein mega buggy. Jetzt sehe ich das Monster nicht mal mehr vor lauter... Vor lauter Licht. Nee, vor lauter Speer, das ist halt noch mega buggy, da ist es. Echt? Also irgendwie verstehe ich das mit diesem Feuerdings nicht, hier mit dieser Feuerrune. Die macht Wärme, falls hier kalt ist. Ja, aber ich kann die nicht einsetzen, wenn ich die auf 4 Doppelklick, zum Beispiel ziehe. Das ist wie Essen oder so. Nein, welche, hast du die Feuerrune oder den Feuerball? Wollte ich auch gerade fragen. Rune of Warm. So. Also Rune. Ja, Rune of Warm, die ziehst du einfach zum Beispiel auf Slot 10 und dann kannst du die benutzen. Nee, macht er. Ich hab das Scheiß wie nicht. Slot 5 und wenn ich drauf drücke, passiert gar nichts. Oh, jetzt also, hat's wieder den oder kann Speer. Es sein, achso, es kann sein, dass das schon eine verbraucht hat und du jetzt die nicht doppelt. Hast du den gerade gekillt? Nee, das ist. Wie viel hast du davon gecrushed? Sind da mehrere drei übereinander Stück oder nur eine? Immer drei sind da drin gewesen und jetzt hast nur noch zwei. Und rechts sehe ich so eine Sonne mit dem Feuer. Ah, ist das schon benutzt hast. Ja, ist das jetzt so schwer? Also ist das jetzt so stark, das Vieh hier? Die ist Level 40. Pfeil und Bogen schaffst du es, wenn du nicht zu neu hinkommst. Rune of Warp. Also wie gesagt, einfach auf die. Wenn du zu neu hinkommst, bist du tot. Du musst halt nur auf Distanz bleiben, sondern geht das eigentlich. Die sind nicht besonders schnell, nur die machen halt so ein Kraftfeld. Komm, wir machen es einfach mal weg. Machen es einfach mal weg. Au! Greift doch nicht mich an, warum immer auf die Kleinen? Ich crafte gerade. Oh. Die macht doch ganz schön Schaden. Ja, weil man in der Nähe stehen bleibt. Ja, ich habe gerade gecraftet und kam nicht weg. Aber kann ich euch das gleich mal zeigen? Das sieht nämlich ganz geil aus, wenn man seinen Loot wiederholen möchte. Das finde ich ganz cool gemacht. Welches Level waren die? 40. Warum? Ja, und jetzt lasst ihr. Wo sind jetzt die anderen? Ja, ich muss kurz Mana aufladen. Jetzt sind alle weg. Wo sehe ich eigentlich meinen Mana? Was davon ist eigentlich so dieses Buch oder was? Das Buch. Okay. Bewegt sich zu schnell, Mann. Halt still. Hier, da brauche ich Leder oder so ein So. Okay, Ausdauer. Davon? Oder was ist ja, umso weit man natürlich ins Landesinnere kommt, umso krasser werden die Viecher. Irgendwie am Mittwoch, wo wir getestet haben, irgendwie so ein Panther. Der Panther, der war schon ganz schön heftig. Nehmt die mir mal so. Weg. Ja, wie man die gepult hat. So, jetzt muss man gucken, mein Charakter, wo ist er? Mein Loot. Alter! Ihr pullt das Vieh und dann rennt ihr eine weg, oder was? Nicht so. Ah, oh, nehmt mir die mal ab, ich hab keine Pfeile, nix. Ich hab auch keinen Fernkampf. So, das Coole ist, wenn man gestorben ist, geht weg. Dann hat man über seiner Leiche... Bin ich dann tot oder was? Wegen irgendeiner Leuchtsäule, ne?
Da oben, so eine Leuchtsäule und seinen Geist sozusagen. Okay. Take all. So, und was ich auch rausgekriegt habe oder schnell gemerkt habe, man nimmt halt, Moment, zeige ich euch, seine Sachen wieder auf. Das ist ein bisschen nervig, weil die hat man ja schon an. So. Was muss ich jetzt nochmal machen, um Dings hochzukriegen, um am besten ranged hochzukriegen? Spitzhacke Baum. Genau, das zum Beispiel. Und mit der Spitzhacke Bäume abbauen. Trainiert auch ein bisschen auf Range. Was war das erste? Was habt ihr gerade gesagt? Spitzhacke aufbauen. Ja, ja, aber das hält. Und Fernkampfsachen, ne? Okay. Ich brauche die Kackbogen endlich mal. Mach das lieber mit einem Messerskipper, da kriegst du noch mehr raus. Boah, so. Kommt von, was du rauskriegen willst, ne? So richtig was raus. Ja, ich krieg richtig was raus. Aber nochmal richtig was raus. Ach, laber doch nicht. Level up before you go go. So, nice. Ich hab wahrscheinlich mehr Stunden als du. Bogen so. Und Pfeile. Ey, ich hab da auch irgendwie 5 Minuten dran gesessen. Bist du? So, erstmal wegschmeißen den Quark. Göpper, ohne ihn hätten wir noch nicht einmal den Wi-Fi auf dem anderen Server. Was ist das? Ja. Ohne dich hätten wir noch nicht einmal eine Wi-Fi getamed bisher. Hab ich gesagt. Ach, den hast du jetzt geholt. Bombartig. Also, ich noch nicht. Nehmhand, Blätter. Level up before you go go. Gewicht. Wie viel Gewicht macht ihr so? 300. Wahrscheinlich eher auf 500 bei den Einstellungen. Gewicht kann man nie genug haben. Okay. Also, zum Tragen. Wo gibt's denn hier Kupfer? Weiß das jemand? Was genau brauchen wir jetzt noch? Wir haben ja, 200 Kupfererz in der Kiste. Ja, wir bräuchten Mörser. Ich hatte da 3 hingestellt, aber die wurden weggekloppt.